be. So. Ja, das ist schon ein bisschen blöd, dass die so nah hier dran sind. Na gut, bis ich einen Verteidigungsturm bauen kann, dauert es noch ein bisschen. Gut, du bist jetzt Lebenssammler. Arbeitest bitte hier. Du bist ja schon verheiratet. Du suchst ja eine Frau. Ja, irgendwie dafür, dass das hier das gelobte Land ist, läuft alles etwas schleppender. Als jetzt im Markland. So, du heiratest jetzt auch mal. Ich glaube, die Sachen Jäger, Schäfer, Weber und so weiter, das lasse ich ein und dieselbe Person machen. Oder höchstens zwei Personen. Mhm. Du bist sehr fähig dazu zu heiraten. Ja, es wird Zeit, dass die letzten Gebäude gebaut werden, weil wir müssen mal langsam den Obstgarten zum Laufen bringen. Auch wenn ich im Endeffekt nicht genau weiß, wofür ich mir die Mühe gemacht habe, einen zu bauen. Auf jeden Fall brauche ich dann ein Zweifamilienhaus für meine Farmer. Ein Zweifamilienhaus hier für das Jägerzelt. Vielleicht sollte ich mich mit Zweifamilienhäusern zufrieden geben. Nee, Dreifamilienhaus. Nee, ich baue ein Dreifamilienhaus für meine zwei Farmer und den Müller hierhin. Oder hierhin. Und ein Dreifamilienhaus für den Obstfarmer, den Bäcker und den Träger vom Bäcker. Ja, so kann ich es machen. Und ich kann mal mit L ein bisschen Speed geben. Damit alles etwas schneller vonstatten geht.
Ja, Lebenssammler wurde erfunden. Gut. Wobei, ich glaube, ich sollte lieber den Töpfern noch hier einquartieren. Ja. Mit zusammen im Jäger. Der Jäger kann dann trotzdem Schäfer, Jäger, Schuster und Weber übernehmen. Weil zwei, drei Bogenschützen sollte ich mir schon ansammeln. Also wird hier das erste Zweifamilienhaus gebaut. Mein Holzfäller, der ist verheiratet. Mein Lebenssammler ist auch verheiratet. Das war schlechtes Management von mir, aber ist nicht so schlimm. Der Lebenssammler muss ja nicht unbedingt hier als Töpfer und Lebenssammler arbeiten. Naja, wir haben eh genug Frauen. Und ich glaube, ich mache hier gerade ein bisschen Overkill, was die Gebäude der Bauschlange angeht. Wobei, die Mühle ist fertig. Der Brunnen ist auch fast fertig. Und ich habe gerade mal zwei neue Gebäude in Auftrag gegeben. Drei. Von daher alles gut. So wird auch, können wir auch hier gleich zwei Kinder bekommen lassen. Das sag ich jetzt einfach mal. Nahrung sackt ab. Ja, das ist nicht so gut. Deswegen hat die Hauptpriorität hoffentlich das Wohnhaus hier. Wenn ich meinen zweiten Bauarbeiter finden würde. Jetzt hat er Hunger und sucht Nahrung. Ja, meine Bauarbeiter, die sind echt zu nix. Und jetzt schläft er wieder. Ah, sehr schön. Werkzeugschreiner ist erfunden. So. Da sollte dann noch genug Platz um die Farm herum sein. Falsches Gebäude. Das da soll zuerst gebaut werden. Ah, er sucht Stein. Gut. Bist du eigentlich verheiratet? Ja, bist du. Gut, du ziehst mal da ein. Ja, und da kann ich noch ein Dreifamilienhaus hinsetzen und daneben die Bäckerei. Sehr gut.
fehlt noch ein Weizen. Mein Bauarbeiter ist schon wieder beim Schlafen. Der ist auch am Schlafen. So, Holzwerkzeuge werden gemacht. Dann musst du wieder den Holzfäller spielen, sobald du fertig bist. Gut. Ja, sie möchte gerne kochen. Dann koch mal bitte. Hol Nahrung und kocht. Kocht viel. Sehr schön, es wird gekocht. Das Fischerzelt wird leer gemacht. Du hast die Warenmenge hergestellt. Gut. Du hast genug Lehmklumpen, also wirst du jetzt gleich mal Töpfer. Kommt schon, bringt mehr Nahrung in euer Haus. So, Töpferei ist fertig. Er läuft gleich los, sammelt hoffentlich Lehm. Oh, da holt sich's einfach aus dem Lehmzelt. Du machst auch erstmal nur 9. Oh, ein Zweifamilienhaus wird gebaut, sehr gut. Ein Dreifamilienhaus. Fischerzelt sind die Rohstoffe ausgegangen, gut. Das heißt, du gehst in die Schule. Du wirst abgerissen. Da wird Bjarni erstmal unser Obstfarmer. Ja, du bist hungrig, ich sehe es. Futter das gleich zweimal. Ihr solltet beide Jungen kriegen. Du bist hungrig und suchst Nahrung da hinten, okay. Jetzt bist du auch noch müde und pennst. Okay, Kind Nummer 1 kommt.
Ernsthaft? Mann, tun wir das doch nicht an. Nur noch 12 Nahrung übrig. Oh.